Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer App für Android, der App Street Complete. Und mit den Daten, hier haben wir sie. Kompatibilität funktioniert auf deinem Gerät. Wow. Versionsnummer 45.2 Android 5.0 oder höher ist die erforderliche Betriebssystemversion und bei 1178 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,9 von 5 Sternen. Die App ist eine OpenStreetMap Erhebungs-App. Hilf mit, die OpenStreetMap-Karte zu vervollständigen mit Street Complete. Die App findet fehlerhafte Kartendaten in deiner Nähe und zeigt diese als Aufgaben auf einer Karte an. Jede dieser Aufgaben kann vor Ort durch Beantwortung einer einfachen Frage gelöst werden. Die von dir eingegebenen Informationen werden dann direkt in deinem Namen zur OpenStreetMap hinzugefügt, ohne einen weiteren Editor benutzen zu müssen. Finde ich persönlich sehr cool, und vor allen Dingen, wie einfach das geht. Das muss man einfach mal echt so sagen. Man startet halt die App, Street Complete, und dann öffnet sich halt die Karte irgendwie und dann läuft man rum und sieht, oh, da ist so eine Bubble, und dann drückt man drauf und dann wird man gefragt, zum Beispiel, hat diese Straße einen Radweg? Oder gibt es einen Seitenweg und ist das für Radfahrer und Fußgänger oder ist das getrennt? Oder, was weiß ich, hat die Straße, Landstraße zum Beispiel, einen Seitenstreifen? Also, tappt ihr einfach rauf, loggt euch natürlich vorher mit eurem OpenStreetMap-Account ein, beantwortet die Frage, fertig, dann wird das hochgeladen. Und ihr könnt mithelfen, dieses Kartenmaterial zu vervollständigen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man mitmachen. Braucht irgendwie, ja, nicht viel Zeit. Geht ganz einfach. Und ich sag's nochmal. Gefällt mir sehr, sehr gut. Street Complete. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.